Nein, das war auf der Pin. Ich wusste nämlich, dass sie noch eins war, aber dafür braucht man wahrscheinlich noch andere Items, die wir nicht haben. Aber wir gehen jetzt erstmal zum Talentfenster und schauen mal nach. Was haben wir eigentlich hier? Haben wir irgendwas vergessen? So, wir haben den Block. Den können wir. Brauchen wir nicht weiter. Synchronblock. Das ist halt auch das perfekte Timing. Ausweichen. Hey, it's something, wenn ich die ganze Zeit die Trampeltechnik. Was ist das denn? Ah, in der Luft kannst du, wenn man die Schultertaste und A, wie heißt X drücken, dann stampfst du auf den Boden auf. Jemanden greifen. Das können wir auch. Können wir. Abseilen und klettern. Ja, da können wir auch. So, jetzt ist hier alles Erfahrungspunkte. Ja, toll, dankeschön. Haben wir hier schon alles? Nee, sollten wir nicht. Nee. So. Direkt heftig Kombo. Was war das nochmal? Das war... Ah, das war das, was ich vorhin gemacht habe. So, das Upgrade sieht dann nämlich so aus. Bum, bum, bum. Also, wenn du nichts dagegen hättest, würde ich mir das eigentlich kaufen wollen. Ja. Ist eigentlich schon recht stark. Weil diese ganzen Magie-Upgrades, dafür werden wir Zeit brauchen. Und jetzt haben wir nochmal ein direkt heftig Combo-Upgrade. Wo er halt praktisch den letzten Schlag nochmal schön finisht. Ja, sollen wir die auch noch direkt kaufen oder erst nochmal weiterkommen? Wir können auch erstmal gucken, dass wir... Dann haben wir noch die Kettenbarriere. Ach, das ist, wenn man Y gedrückt hat, okay. Die Kettensäge und die Bodenfräse. Das war die Kombo, die ich vorhin die ganze Zeit suchte, aber die haben wir noch nicht gekauft. Ich würde sagen, kaufen wir doch erstmal, oder? Für ein bisschen schöne Abwechslung. Und jetzt können wir uns eigentlich auch... Doch, die Kettenbarriere können wir uns sogar leisten. Jupp. Dann kaufen wir die. Nee, obwohl, warte. Was haben wir denn bei Zweitwaffen? Die Lichtfeen. Okay, viel. Die Feen explodieren ist, dann. Ja, das ist Lichtmagie aktiv. Und Reliktkräfte haben wir auch was Neues. Wahrscheinlich wegen dem Panzerhandschuh. Ja, das ist ja alles auch echt schweineteuer. Also hier sind da praktisch auch die richtig starken, krassen Fähigkeiten. Und das ist richtig. Ja, gut, die sind hier, sind ja auch nicht schlecht. Aber wir holen uns jetzt noch die Kettenbarriere, würde ich sagen. Neue Talente! Das Upgrade. Nicht schlecht. So. Dann übergebe ich an dich. Müsste jetzt nicht der Endgegnerkampf kommen? Ich schaue mal eben nach, aber eigentlich... Ah, doch, der dunkle Fürst, der Lykaner. Der ist da, ja. Alles klar, alles Gabriel klar. Da habe ich auch nochmal Spaß. Hard to get to this point. And now he faces his stiffest challenge. The Dark Lord of the Lycans must be defeated if Gabriel stands any chance of bringing his beloved back. I fear he will suffer more than he knows once he discovers the truth. And yet his hatred and burning desire for revenge cannot be underestimated. He has the gauntlet and he has Gandolfi's weapon. He is a force that even the Dark Lord will struggle to deal with. Good. Soon he will overcome this evil. Soon the world will be free of the Lords of Shadow, and plans long dreamt of will come to fruition. Go, my friend, go and break this creature once and for all. So. Und ohne große Vorbehalte werde ich euch diesen Kampf gerne nochmal zum Besten geben. Ja, okay, aber ich lade mich nochmal auf. Und ich garantiere für nichts, weil ich habe das echt schon lange nicht mehr gemacht. I have come to fulfill the prophecy. A warrior from the Brotherhood, here on Lycan soil. I wonder, warrior, if you know where you are and who I am. I am on desecrated land, and you and those of your clan do not deserve to live. You say you are here to fulfill a prophecy.
You and the other Lords of Shadow are protecting a power in your sanctuaries. I have come to reclaim that power. You, alone, you dare enter my inner sanctum and dictate your petty mortal terms to me. I am immortal, little man. And your pathetic prophecy is known to me. But you are ignorant. Ignorant of the real truth of your situation. It is you who are ignorant. Ignorant of the pain and suffering you have brought to this land. Hear me. Many centuries ago, three great warriors founded the Brotherhood of Light, the order to which you belong. Their sole purpose was to serve God and defeat the devil. For decades, the Founders fought fiercely against the spawns of Satan, and finally tipped the equilibrium in God's favor. Such was their commitment to the Crusade, that their studies in Holy Enlightenment led them to three sacred places, where the power of God converged with such intensity that it forged a bridge between the spiritual and the real. The Founders used that power to purify themselves, abandoning their human forms and transforming them into spiritual beings whose power was second only to God's. You tell me nothing that I did not already know, beast. Little did they realize that what they left behind were not their carcasses devoid of souls, but instead the dark sides of themselves. Don't you see? That is how we came to be. We, who you call the Lords of Shadow. No. You lie. This place is where one of your Founders ascended into heaven, and where I was born. This is the place where, according to your prophecy, a warrior of light will reclaim the power of my beloved brother in heaven, and I too will diminish. If that were to occur, he would die with me, because we are still the same being. He and I, still connected. Kill me, and you kill him. Kill us all, and you will kill the saintly Founders of your own order. Ah, brother, even you have to smile at the irony of it all. Perhaps he is willing to sacrifice himself for you, for the greater good. I, however, am not. I am so. Cornell. Und jetzt kämpfen wir gegen Cornell. Is this the best the Brotherhood could offer? Willst du vielleicht was dazu sagen? Weil ich muss mich gerade ein bisschen aufs Kämpfen konzentrieren. Die ganze Zeit die Fresse halten wie auch nicht. Wie Cornell schon sagte, was uns auch beim ersten Mal Castlevania Lost of Shadow durchspielen wirklich von den Socken gehauen hat, dass dadurch, dass die drei Gründer der Bruderschaft in dem Moment, wo ihre Seele emporen gestiegen ist und halt ihre Körper auf der Welt der Lebenden verblieben ist, dass dadurch die Lords of Shadows, die Fürsten der Schatten, entstanden sind. Das ist unglaublich geil. Man wird auf jeden Fall alle drei Fürsten der Schatten kennenlernen. Cornell, derjenige, der Fürst der Schatten der Werwölfe. Dann haben wir noch einmal die Vampire, wo unser guter Freund Sobek ja unterwegs ist, um dort die ganzen Vorbereitungen zu treffen. Und als letztes halt der Fürst der Schatten, der Nekromanten, der Totenbeschwörer. Und jeder von ihnen ein unglaublicher Krieger, also jeder Bosskampf sehr schön in Szene gebracht, unglaublich schwierig. Boah,
Dieser Ansturm macht er manchmal so plötzlich, damit rechnet man einfach nicht. Also stimmt schon, dem auszuweichen ist nicht einfach. Na, das Wichtigste bei Conan ist, dass man ständig in Bewegung bleibt. Aber du hast ihn auch schon ein ziemlich gutes Leben runtergehauen. Call yourself a warrior. Aber ich finde, das machst du bis jetzt ganz gut. Sollte nicht mal lange dauern, bis Mugen die erste Phase durch hat. Ja. Das war nicht alles, dann der echte Kampf, der richtige Kampf beginnt jetzt. Mhm. Was wäre der Herr der Werwölfe, wenn er sich nicht selbst in einen Werwolf verwandeln könnte? Kannst du noch mal sagen, was so besonders an dem Namen Cornell eigentlich ist? Naja, hier ist, sagen wir so, hier ist Cornell halt echt der Gegner, der das Böse ist. Und der größte Fan von uns beiden der Castlevania-Serie scheint vergessen zu haben, dass es einen Cornell gibt, der normalerweise treu den Belmonts gedient hat. Aber gut. Ich hab's gerade wirklich vergessen. Stimmt. Jetzt weiß ich es natürlich. Ja, natürlich. Du wolltest mich nur testen. Nee, es ist mir gerade wieder eingefallen. Es geht nämlich um den Cornell, der schon in Castlevania, also der Name Cornell taucht nicht das erste Mal in Castlevania Lords of Shadow 1 vor, sondern hat seinen Ursprung in Castlevania 64 für die Nintendo 64 gehabt, wo man halt den jungen Werwolf-Burschen Cornell spielt. Dieser zusätzlich dann noch einen Gastauftritt bei Castlevania Judgment für die Wii. Alter. Ja, boah, Alter, dieser Impact-Angriff, wie schnell er ihn ausführt, hat man echt Schwierigkeiten. Stammverbot gebrauchen können, schnell wieder auf dem Boden zu sein. Fuck. Kann ich den gar nicht blocken? Nee. Oh nein, jetzt geht das los. Aber die, wie heißt den Shoulder Tackle, den macht er schon die ganze Zeit. Ist auch eine Technik, auf die können wir uns freuen, weil sowas ähnliches bekommen wir auch. Sehr schön. Und jetzt müsstest du die äußeren Steinsäulen auseinandernehmen. Mhm. Denn folgendes ist jetzt die Sache, solange diese Steinsäulen aktiv sind, können wir Cornell sein Leben, also seinem Leben nicht mehr schaden und er regeneriert sich langsam. Wenn ich das richtig sehe. Das ist richtig. Hör doch auf, Cornell anzugreifen und greift diese scheiß Statue an.
Trip. Ich bin gleich tot. Ja, jetzt. Sonst versuche ich ihn erstmal ein bisschen von den Steinsäulen wegzulocken. Um sie mal wieder anzugreifen. Sehr schön. Dann verbleibt noch. Die braucht dann halt die meisten Schläge. Jede Steinsäule braucht halt einen Schlag plus eins. Sehr schön. Und Hammer nice. Ich finde einfach diesen Charakter mega geil. Also, Cornell ist echt nice. Ich fand das so geil, wo er da bei dem Anfang der, des Quicktime-Events, wo er in die Luft gesprungen ist, hat er kurz den. War Kung Fu Master, Junge. Guckt auch so oft voll entgeistert. Ja, liegt vielleicht daran, dass sie entgeistert ist. Reclaim the power before it is lost. Weißbrot. Was ich halt besonders schön an dem Kampf finde, ist, es sind nicht so viele Quicktime-Events, die man machen muss, sondern dann halt wirklich das große Finale. Und der Kampf an sich ist auch nicht sonderlich taktisch geprägt, sondern man muss halt wirklich dranbleiben, permanent ihn bearbeiten und seinen Angriffen ausweichen. Und man muss seinen eigenen Rhythmus finden, das macht sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also ich genieße jedes Mal diesen Kampf, egal wie anstrengend er ist. So, und da haben wir ein Fragment erhalten, das ihr eventuell schon ein bisschen erkennt, denn wir haben es schon einmal gesehen in seiner vollständigen Form. Und zwar nämlich diese Maske, die Gabriel einst da getragen hat, die sich da so angezeichnet hat in seinem Gesicht, als er die Prüfung Pans gemacht hat. Neue Talente freigeschaltet. So, die Zyklonstiefel. Diese mächtigen Stiefel wurden vor langer Zeit als Geschenk für Cornell gefertigt. Mit ihrer Hilfe konnte er große Entfernungen in atemberaubende Geschwindigkeit zurücklegen. Doch als er zum dunklen Fürsten der Lykanthropen wurde, feilte er an ihnen und verwandelte sie mittels Schattenmagie in eine mächtige Waffe, dank der er seine Gegner mit unglaublicher Geschwindigkeit niedertrampeln konnte. Ja. Nochmal zu der Sache mit dieser Maske. Die Teile der Maske, die wir gerade bekommen haben, hat nichts mit der Maske zu tun, die Gabriel getragen hat. Sicher? Ja. Okay, gut. Ich wollte euch auch keine Fehlinformation geben. Das kam mir nur so vor. Ich fühle mich ein wenig verwundbar und frage mich gerade, Gabriel, warum... Danke. Oh Gott, du schon wieder. You have gained great power. The tool that we need. Come with me. Our time is running out. Ich übergebe schon mal wieder. Ah, danke schön. So. Wir machen uns nämlich jetzt auf in das nächste Gebiet, nämlich das Reich der Vampire, wo dann auch am Ende dieses Chapters der zweite Fürst der Schatten auf uns warten wird, welcher der Lieblingsfürst von Bardon ist, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also mein Lieblingsfürst ist es nicht,
Also mein Lieblingswiss ist da der Nekromantie. Der ist cool.